Was geht ab, Leute? Euer Onur am Start. Danke, dass ihr ein neues Video eingeschaltet habt. Ihr habt schon den Titel gelesen. Wir werden heute zusammen auf das neueste Video von Pumping Monkey bzw. Pumping Monkey Lifestyle reagieren. Und ihr habt auch den Titel schon gelesen. Leute, ich habe auf jeden Fall einige Insider-Infos, weil ich bin, glaube ich, der Einzige mit Pumping Monkey und vielleicht schon ein, zwei weitere Kollegen, der das ganze Video kennt. Ich erinnere mich noch echt gut. Da hat mich Pumping Monkey angerufen vor einigen Wochen oder Monaten schon. Ich glaube, ein, zwei Monate ist das jetzt locker her. So Leute, bevor wir jetzt mit dem Video beginnen, checkt auf jeden Fall Sidechains ab. Mit dem Code 150 könnt ihr 15% auf eure gesamte Bestellung sparen. Und ich kann euch jetzt schon eins sagen, Leute, im Januar kommt ein neuer Drop online. Ich habe schon einige Insights für den nächsten Drop bekommen. Also es wird auf jeden Fall wichtig, das kann ich euch schon mal verraten. Deswegen Leute, wenn ihr auf der Suche nach neuen Klamotten seid, neuen Hosen, neuen Oberteilen, checkt Sidechains ab. Und wenn ihr auch von mir nicht genug bekommt, Leute, checkt mich auf Twitch ab, dort heißt OnurJanTV. Da werde ich jetzt versuchen, jeden Abend, also so gut wie möglich, jeden Abend zu streamen. Egal ob es jetzt Gaming ist, egal ob es jetzt Reactions sind, egal ob es jetzt Real Talk ist. Checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab, Leute. Da sage ich auch am Ende nochmal meine Meinung zu Eminem und Bruder und was von der ganzen Situation halt. Ja Leute, es war so, eines Abends hat mich der Pumping Monkey via FaceTime angerufen und meinte nur am Anfang, ey, ist was passiert, Bruder, du wirst nicht klarkommen. Ich stand direkt so, Digga, was denn los, ist irgendwas Schlimmes passiert? Also ich war einfach geschockt. Und dann hat er dieses Video aufgemacht, wir haben uns das zusammen angeschaut. Leute, wir kamen echt klar, das ging auch richtig lange. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob er das Ganze jetzt hier eingebaut hat. Und der Leute, ich würde dann sagen, wir schauen uns das gemeinsam an. Und der Leute, falls ihr mehr solche Reactions sehen wollt, ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da, lasst ein Like, um nichts zu verpassen. So Leute, wir haben jetzt den 26., also Samstag den 26. und der Pumping Monkey hat das Video am 24. an Heiligabend rausgebracht. Der Bruder hat uns ein Geschenk gemacht. Und das Video hat jetzt schon, Leute, ihr seht, 400.000 Klicks, einfach nur krass. Interessante Sache, wo mein Kopf wurde. Nicht diese krassen Beleidigungen. Die legendäre Vorschau, man kennt hier. Ey, das ist echt krass gemacht, ja, diese Animation. Okay, Leute, schön, dass wir mal wieder ein. Direkt Werbung. Nein, will ich nicht. Ring frei, oder? Dann bestelle ich schon mal den ersten Kandidaten hierher. Kandidatin mit 44 Kilo und 3 Siegen. 2 durch K.O. Ja, aber man muss ihm lassen, die Moderation ist echt geil. Das kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Beulerei, ja. K.O. haben wir in der roten Ecke. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie einmal mit mir Emine Dede. Was geht da? Die alte Kampfmaschine. Ja. Was trinkst du da? Energy. Warum? Schämst du dich nicht, Alkohol zu trinken? Hä? Für meinen Zuschauer? Hä? Gut, okay. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den unschlagbaren 14 Kämpfe, 7 durch K.O., 7 Niederlagen, auch durch K.O. Unschlagbar nicht mehr, ja? Round 1, fight! Ring frei, was für ein Problem? Ey, ich will auf die andere Seite. Warum? Schokoladenseite. Boah, dass der das noch in dem Moment wichtig ist, ja, von welcher Seite die gut aussieht, das ist echt ein Frauenproblem. Das verstehe ich aber auch nicht. Bruder, ich sag, kannst du dir abschminken, aber genau in dem Moment geht der trotzdem auf die andere Seite. Geht auf andere Seite, kleine B***h. Ich bin keine B***h, ich bin ein Boss. Red mal richtig mit mir. Ja klar. Versuch's. Leg dich drauf an, glaub mir, leg dich drauf an. Versuch's. Hey. Ich check aber auch nicht, warum Bruder Emine zuerst, denn letztendlich bist du trotzdem ein 120 Kilo Wage und Emine ist ein 60 Kilo Mädchen. Weißt du, so, dass du das trotzdem so ernst nimmst, diese Provokation von Emine? Ey, halt dein Nein, hättest du Respekt. So redest du nicht mit mir, weil du ein... Ich bin 20. Ich weiß, wovon ich... Man kennt die Kennex. Ein paar Monate älter, sondern direkt kommen. Ja, wenn ich ein paar Monate älter zu vergisst hast, schreib mal Respekt und so. Bruder, was ein Jahr jetzt? Chill mal, ja, du bist jetzt nicht 5 Jahre älter als Emine oder so. Wodka tut nicht gut. Aber Respekt vor Bruder Gabi muss natürlich sein. Aber sag mir einfach, was ist dein Problem und die Sache soll lösen, okay? Aber das finde ich aber auch lustig. No front am Bruder so. Man versteht zwar, also nicht immer, was er meint, aber im Endeffekt versteht man seine Absicht, so seine Intention, aber er sollte echt mal wieder die Schule besuchen. Das ist echt kein Front an dich, Bruder. Ich meine, das ist nur gut, damit du dich halt besser artikulieren kannst, damit auch jeder versteht, was du meinst, was du sagen willst, weil ich denke, jeder kennt die Videos von Nahim Sky, wo wir halt auch über Sachen diskutiert haben. Ich habe letztendlich wirklich nichts verstanden. Also ich habe irgendwas mit 25% Männer verstanden, 25% Mädchen, das ist mir noch in Erinnerung geblieben, aber sonst wirklich gar nichts. Deswegen, Leute, Bildung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Macht eure Schule zu Ende. Du sagst zu mir, du hättest Respekt und dann wünschst du mir den. Du sagst, meine Mutter. Ich schaut euch mal für Mikes Blick an. Ey, der Bruder, der weiß auch nicht, was abgeht, aber andererseits freut er sich ja, dass es hier jetzt richtig knallen wird. Mutter macht ihre Beine breit. Du sagst, ich bin eine Prostituierte. Du bist ein kleiner Sohn. Du sagst. Okay, das ist aber krass, Leute. Keiner von uns weiß, was halt im Hintergrund passiert ist, was Bruder zum Beispiel der Emine angetan hat oder alles geschrieben hat und so, weil man sieht auf jeden Fall, Emine hat richtig krass Wut und Hass gegenüber Bruder. Irgendwo auch verständlich, wenn man jetzt die Sachen glauben sollte, die die jetzt erklärt hat mit deine Mutter ist, du bist eine und so, aber trotzdem dieses Wort zu sagen, das fuckt mich ab. Also ich finde es einfach nur ekelhaft, allein wenn ich dieses Wort höre, dieses Haarsohn und
B, ihr wisst schon, ich will es jetzt gar nicht aussprechen. Beleidigt euch selbst, sagt Burak, du bist so, Emine, du bist so und so, aber so, geht doch nicht auf Eltern, ja. Die haben doch nichts damit zu tun, weil letztendlich werden auch die Eltern das Video sehen und das ist doch traurig, dass sie sowas sehen müssen, wie die beleidigt werden sozusagen. Und es hat mir wirklich leid getan, dass ich sowas gesagt habe. Ich kenne meine Fehler, okay? Also hast du dich entschuldigt? Ja, ich habe mich entschuldigt. Für was? Dass ich das überhaupt gesagt habe, dass ich gesagt habe, dass Asiaten dies, das, okay, das stimmt schon, aber das ist eine Beleidigung, ist eine Rassistung, dass ich... Eine Rassistung, man kennt ihn. Dass ich so überreagiert habe und geschossen habe, das tut mir leid. Ich sag's auch gerne hier, es tut mir leid. Okay, stark, jetzt zeig ich wenigstens Röhre und entschuldigt sich. Oh, sag das! Oh, meine Damen und Herren, aha, boah, wie groß die ist, ja. Grüßen Sie aus der lilanen Ecke mit 40 Kämpfen und 30 durch K.O. 10 Niederlagen. Heute Stöckelschuhe und so. Yeah. Willst du so kut rumlaufen, oder was? Da kann das wohl sein, Leute. Ja, schreibt mir in die Kommentare. Ich hab's jetzt nicht erkannt wegen der Zensur. Im weiblichen Niveau. Martina, was hast du zu sagen? Ah, Martina, ja, okay. Zu diesem Ding. Was ich zu sagen habe, ist unbeschreiblich. Ist, bevor es Eier legt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen, weil sowas, ich akzeptiere solche Menschen. Aber so etwas mit so einem dreckigen Charakter und einer so falschen Persönlichkeit, sowas. Aber das finde ich jetzt auch ein bisschen schwach, Leute, dass jetzt zwei gegen einen sind. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich hätte man jetzt die Sache zwischen Emin und Burak klären können. Und in deinem Fall, falls halt Martina noch ein Problem mit Burak hat, hätte man das auch noch vielleicht irgendwie klären können. Aber dass jetzt beide so krass auf Burak gehen, das muss jetzt echt nicht sein und beide auch sehr provokant. Wie gesagt, also ich habe gegen niemanden was, ich kämpfe für Menschenrechte und möchte, dass es im Leben... Immer wieder das mit Menschenrechten. Guck mal, Bruder, wenn du jetzt für Menschenrechte kämpfen willst, geh doch auf die Straße, geh auf die Zeit, versuch die Menschen zu erreichen, mach auf die Probleme der Welt aufmerksam, zum Beispiel jetzt das mit den Uiguren, was immer noch aktiv ist. Hinter der Kamera wollte ich dem ein Ding geben. Ja. Ein Ding? Ja, ein Ding. Aber dann kam die Polizei. Deswegen denkt nicht, es wäre gespielt oder sonst was. Ich würde ihm auch jetzt gerne eine geben. Aber dann hätte der es schwarz auf weiß auf Video und deswegen... Ihr seid diese typische Rapper, die einfach nur 0815... Aber was hat ein Rapper damit zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht. Was haben denn jetzt Martina und Emine mit Rapper zu tun? Was at this moment that he knew, he f***ed up. Ey, schaut euch mal den Blick von Burak an, der guckt mal, einfach dieser Blick legendär, der kommt echt nicht klar. Schaut uns das einfach mal an, aber ich kann jetzt schon sagen, Leute, das Video geht nur noch eine Minute, das heißt, Pumping konnte, wie ich schon angekündigt habe, nicht alles reinnehmen, weil das Ganze, was ab jetzt geschieht, dauert mindestens 3-4 Minuten. Aha. Ich erinnere mich noch wirklich, als wäre es gestern an diese Szenen, die jetzt passieren, also die man jetzt im Hintergrund hört. Das muss man aber auch Pumping lassen. So. Der hat wirklich versucht, die ganze Zeit dazwischen zu gehen. Von Anfang an. Und dass Burak sich da einlässt, als 120 Kilo, no front, falls du nicht 120 Kilo wiegen solltest, da auf ein Mädchen loszugehen mit voller Kraft und jetzt noch, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt noch zeigen wird, so Sachen zu machen, wie zum Beispiel auf Bohren zu schmeißen und voller Kraft auch. Das muss echt nicht sein, als Mann, du jetzt einfach eben den festhalten können oder was auch immer. Nicht so brutal auf Emine loszugehen, weil das Video war auf jeden Fall voll. Vor der Aktion auf der Zeit, da hat sich auf jeden Fall Karma eingeholt, da hast du auch mal gesehen, wie es vielleicht ist, der Schwächere zu sein, wehrlos gegenüber den Schlägen zu sein, sowas wünsche ich natürlich keinem, aber ich hoffe, du hast einfach deine Lektion daraus gezogen, auch wenn das natürlich eine Tat war, die man so nicht unterstützen soll. Kommt da jetzt noch was oder ist jetzt nur die ganze Zeit dieser Blickscreen? Aha, ah, da ist schon die Perücke ab, Leute. Ich erinnere mich noch eine Minute davor schon, ganze Zeit Action, hat versucht, da hat schon der Burak eben die ganze Zeit rumgesteuert, also wirklich... Von Hauptwache, also von Haltestelle zu Haltestelle hat der Emine rumgesteuert. Und zu Emine muss man aber echt sagen, die steckt viel ein und sie will es unbedingt. Sie gibt nicht auf. David gegen Goliath. Komm her. Ey, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Der Pumping und ich kam echt nicht klar. Wir haben uns so angeschaut. Ah, jetzt. Okay. Ah. Man hat jetzt nicht so krass gehört wegen dem Hadoken und wegen der Musik, aber Leute, im Rohmaterial, also in der Rohaufnahme, das war so laut, das hat durch die ganze Hauptwache geschallt. Ey, du bist ein Typ. Ey, warte, habt ihr es gehört? Warte. Da haben Pumping und sich auch richtig kaputt gelacht. Ey, du bist ein Typ. Du bist ein Typ, dann hat der recht. Letztendlich, Bruder, guck mal, du bist ein Mann, Alter. Und Emine ist ein 60 Kilo Mädchen. Na klar, die war provokant, die hat dich beleidigt. Musste es sein, ist auch sehr respektlos. Hört mal wieder an dich. In der Rohaufnahme, das war so laut, Leute. Ich war geschockt. Also wirklich, als ich das gehört habe, Emine ist mit voller Wucht auf den Boden geprallt. Und das war einfach so laut. Ich dachte, die steht danach nicht mehr auf. Aber die ist danach, keine Ahnung, wieder aufgestanden. Emine ist echt ein harter Typ, wollte ich jetzt sagen. Aber auf jeden Fall ein hartes Mädchen. Steckt viel ein. Vielleicht wäre jetzt UFC was für dich. Aber
Ja, Bruder, du hattest in dem Moment echt Glück, dass Eminem nichts passiert ist. Beruhig dich! Aber Pumping muss man es lassen. Er hat das Video echt richtig unterhaltsam geschnitten. Also sehr unterhaltsam gemacht worden. Nur traurig halt, dass es jetzt nicht gespielt ist. Und so, wisst ihr, was ich meine? Dass das wirklich ernst war, dass es zu einer Schlägerei gekommen ist zwischen den beiden. Ja, erstmal, was solltest du Burak und Eminem sagen? Das Ding ist einfach, die haben halt Fame abbekommen, damals vor ein paar Wochen, Monaten, haben einen Finger bekommen, haben Nachrichten bekommen, Likes, Abonnenten, die kamen einfach nicht drauf klar. Deswegen wollten die immer eine Schippe drauflegen, dass es jetzt sogar so weit gekommen ist, dass man sich jetzt für YouTube-Videos, für Klicks, für Reichweite halt schlagen muss. Finde ich einfach nur traurig. Ihr solltet beide euch wirklich überlegen, so, ob ihr damit weitermachen wollt oder ich hoffe, das war euer letztes Video, also dass nach dem Video nichts mehr kommt. Falls euch so YouTube-Videos Spaß macht, dann macht euch, wie gesagt, einen YouTube-Kanal auf. Zieht euer Ding durch oder macht bei solchen Videos mit, aber übertreibt doch nicht. Also was das ist doch keine Lösung, dass man sich wegen einem kleinen Streit da so schlagen muss vor der ganzen Welt. Ihr seid beide eigentlich wirklich sympathisch, auch so hinter der Kamera. Ihr seid echt keine schlechten Menschen. Überlegt euch nur wirklich, was ihr jetzt in der Zukunft machen wollt, ob ihr weiter solche Videos bringen wollt. Ja Leute, ich würde dann sagen, wir beenden das Ganze. Lasst mir gerne ein Like da als Unterstützung, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Morgen kommt ein krasses Video online. Checkt mich noch gerne auf Twitch ab, da werde ich auch bald jeden Abend aktiv sein. Da heißt ich OnlyJohnTV und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Einschalten.